Richtig gutes Timing. Ja, ich, hi, mein Name ist Marion Schauten von Flowers bei Schauten. Und wir sind gerade nicht in einer Großstadt unter den großen Birken oder Eichen. Nein, wir sind in Kloppenburg im Gartencenter. Und ich mache gerade die Kerzen schon so weit an. Wir haben heute noch keine Adventsausstellung, sondern verkaufsoffen hier in Kloppenburg. Und deswegen bereiten wir gerade alles ein bisschen vor. Und es waren ja nicht alle da beim Meet and Greet, weil ihr natürlich auch ein bisschen weiter weg wohnt. Und ich dachte, ich möchte euch den Laden auch nicht vorenthalten und möchte euch einfach zeigen, wie weit der Laden ist. Also die Weihnachtsausstellung fängt erst offiziell nächste Woche Donnerstag an. Und, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt schon mal, was es für Neuheiten gibt und was es für schöne Produkte gibt. Und da starten wir erstmal mit dieser Ecke. Also Wachs-Amaryllis ist für mich ja noch ein absolutes Highlight und mega geil in diesem Ultraviolett. Ich fand das an Klamotten, stand mir das nicht so gut. Dies finde ich allerdings sehr cool. Ein Ockergelb und so ein Orangeton und natürlich ein klassisch Rot und Weiß kriegen wir die auch wieder. Aber einfach toll, dieses beflockte, besamte. Also dieses Samtige ist und bleibt. Hier ist alles noch ein bisschen herbstlicher. Da gucken wir einfach mal einmal drüber hinweg und starten einfach hier vorne beim Eingang. Hier haben wir einmal so ein bisschen Winter Wonderland. Und ich habe das nicht hier auf dem Balkon, sondern jetzt mal einmal hier im Gartencenter. Also hier sind wir schon ein bisschen weiter. Den kennt ihr vielleicht. Hier, dies hier ganz einfach nur mit Zapfen gefüllt. Da finde ich es auch ganz toll. Hier ist so ein Wachskranz, ganz schlicht einfach mit zwei Sternen fertig gemacht. So ein kleines Bäumchen. Und hier und da sind immer Lichterketten mit eingearbeitet. Die sind auf Timer, also die sind noch nicht an. Aber die werden im Laufe des Tages angehen, hoffe ich. Dann haben wir hier noch mal einmal die Variante in Rot. Das ist jetzt auch ganz toll, einfach vor der Haustür. Auch mit Licht kann man sich einfach hinstellen. Wachskränze in Rot, ganz schlicht fertig gemacht. Da einfach diese Gautherie mit den Krönchen. Und hier haben wir dann einmal ja, einfach so einen Mooskranz mit Ästen drauf. Die haben wir so fix und fertig. Da wollte ich auch noch gerne einen Kranz mitmachen, also einen Adventskranz. Schreibt mir auch einfach noch mal in den Kommentaren, ob ihr gerne noch ein paar Adventskränze-Gestecke sehen möchtet oder was anderes, weil ihr seid natürlich auch ein bisschen meine Inspirationsquelle. So, dann gehen wir langsam weiter. Hier haben wir auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen Hüttenfieber mit unseren Rentieren. Dem war kalt, deswegen haben wir einfach, ups, Randale. Also irgendwas muss immer passieren. Einfach so ein Fellchen umgeschmissen. Also wenn ihr irgendwie noch eine Figur habt, wie ein Hund oder eine Katze oder ein Rentier, einfach ein Fell drüber. Sofort hat es eine ganz andere Atmosphäre. Der Kameramann legt sich schon wieder weg, nur weil ich schon wieder die halbe Deko auseinandergeräumt habe. Jetzt möchte ich einfach noch mal einmal auch die Außendekoration zeigen. Wir sind da zwar noch nicht so fertig, aber ich möchte einfach mal drauf eingehen. Es ist so wichtig, dass der Eingang schön bepflanzt ist und solchen Geschichten. Und da haben wir einfach auch ganz tolle Skimmien. Die habt ihr wahrscheinlich vorne schon im Eingang gesehen. Ganz toll mit diesen roten Beeren. Die bleiben auch immer grün. Und dann momentan kann ich nur empfehlen, irgendwie was mit Gautherien zu pflanzen. Mit wunderschöner Winterheide, weil die fängt dann an zu blühen. Natürlich mit Christrosen, mit Weihnachtsbäumchen, mit Stacheldraht. Das sind alles so Sachen, die bleiben. Und ja, die Tische müssen noch aufgefüllt werden, aber das machen wir nachher. Ich glaube, ich muss meine Arbeitskleidung noch ein bisschen ändern. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder rein. Diesmal nicht wegen der Kälte. Beim letzten Mal war es ein bisschen kälter. Ja, hier habe ich noch einen Tisch, da haben wir ganz viele Wachskränze. Und was ich toll finde ist, dass es diese Wachskränze jetzt auch mal in dieser Größe gibt. Auch sehr schön, auch mit diesem Glitzer und so. Und in Grün und in Weiß und ganz vielen anderen Farben. Natürlich auch in Zapfenform und in anderen Größen. Also wirklich sehr schön. Ich finde, das bleibt einfach. Ist einfach eine schöne Sache und erst recht in Kombination mit Licht eine ganz tolle Geschichte. Ja, manche kennen sie schon. Die Christrosen ohne Blatt. Wir haben sie dieses Jahr wieder früh genug bestellt und kriegen können. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die sind noch nicht so weit, aber glaub mir das, das ist wirklich eine astreine Sache. Genauso wie diese Wachs-Amaryllis. Es ist wirklich eine sonderbare Sache. Die brauchen wenig Pflege und das passiert einfach von selber. Und die könnt ihr im Haus stellen. Entschuldigung, also wer dieses Produkt noch nicht kennt, ich habe da mal einen Adventskranz gemacht. Das ist, glaube ich, der lebende.
vielleicht, dass du hier oben eben einen Link reinsetzt, dann könnt ihr das sehen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, hier haben wir so ein bisschen Licht- und Kunstkränze. Wie gesagt, wir müssen momentan ein bisschen mit Kunst arbeiten. Und ich will einfach mal zeigen, also Kunst ist nicht meine größte Liebe, aber ich finde, es kann hier und da wirklich mal eine Alternative sein. Es wird ja auch mit Zapfen, unterschiedlichen Grünsorten und sowas gearbeitet. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, Licht ist immer ein sehr großes Thema. Zu groß, um da jetzt richtig drauf einzugehen. Ich werde hier und da einfach ein paar Sachen zeigen. LED-Kerzen natürlich auch, wer kein Kerzen zu Hause haben möchte. Hier haben wir immer so eine gemütliche Bastelecke. Die finde ich jetzt zum Beispiel auch ganz toll. Die wurde auch mitgenommen von einer beim Meet and Greet und sagte, oh, das ist ein tolles Geschenk. Da werde ich Pralinen reinsetzen, um das zu verschenken und später Vogelfutter. Sehr tolle Idee und das finde ich ja auch immer so schön. Ihr seid eigentlich viel kreativer wie ich. Wäre da gar nicht drauf gekommen und das finde ich einfach klasse. Hier haben wir Bastelzubehör wie Zapfen, Kränze, Strohrömer, Kugeln aus Kunststoff. Alles, was man so braucht, um schöne Sachen zu kreieren. Dann haben wir hier alles so ein bisschen in Kugeln, also auch in anderen Farben noch. Und das ist so ein einfaches Produkt, ne? Das ist einfach so eine Kette, so ein Salbeiton. Wirklich nicht teuer, habe ich jetzt beim Kunden dekoriert im Schaufenster. Mega geiler Effekt. Da braucht man gar nicht mehr viel Schnickschnack und Tüdelü. Eine richtig coole Lichterkette, zwei von diesen tollen Ketten rein. Sah super schön aus. Ja, hier kommen wir in mein persönlichen Paradies. Also das ist das warme Gewächshaus. Hier haben wir ein bisschen mehr fertige Floristik für innen fertig und alles in Themen aufgesetzt. Hier haben wir es alles ein bisschen, ja, in Rot, Grün, Salbei, Weiß, Blau. Hier haben wir eine Ecke, die hat meine Mama gestern ganz toll fertig gemacht. Finde ich sehr, sehr schön. Auch sehr cool, diese besamten Sukkulenten. Ich finde sie toll, also ist auch wieder Geschmackssache, aber auch so klassische kleine Winterpflanzen wie Myrte, diese Zimmertanne und solche Sachen. Sehr schön. Dann haben wir hier auch schon die ersten Adventskränze. Wollen wir mal einmal kurz draufschauen? Hier habe ich zum Beispiel einmal schon einen mit Baumwolle und Rinde drum zu. Kann man auch ganz toll selber zu Hause als Do-it-yourself machen. Dann haben wir hier einmal einen Kranz auf Kranz. Auch so ein bisschen diese Winterwaldgeschichte, auch ganz toll gemacht. Und natürlich auch kleine Gestecke und so. Dann haben wir hier ein bisschen mehr mit Hellgrün und mit Salbei und Blau gearbeitet. Auch sehr, sehr schöne Sachen, ob Windlicht da, ob kleine Geschichten, hier Pika einfach für die Gestecke. Dann haben wir hier, das finde ich, also sind die nicht süß? Ich finde sowas sehr toll, ne? Ich meine, das mag vielleicht nicht, das, ich weiß, ich habe es einfach noch nie gesehen und finde es toll, dass es sowas gibt. Kann ich mir einfach sehr schön vorstellen. Momentan auch einer meiner favoriten Lichter, das sind diese roten hier. Da kann man eine Kerze reinsetzen, aber auch eine Lichterkette und dann ist da auch da drin so ein kleiner Winterwald. Also ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen träumen kann, einen zweiten Blick hat, um mal zu gucken. Auch das, ich muss es einfach einmal zeigen, wie kreativ meine Mädels sind. Super süß, ein Bus rein, die Kerzen rein zum Füllen. Vorher hatten wir immer ganz landschaftlich, jetzt haben wir es sofort auch praktisch gemacht. Einfach nur cool, freue ich mich richtig drüber. Ja, da ist es ein bisschen nostalgischer. Noch mit den Nussknackern, Spieluhren. Muss ja auch ein bisschen was haben, damit die Kinder nachher ruhig sind. Nein, hier werden wir noch ein bisschen Zuckerstangen und so reinsetzen. Musik funktioniert einfach immer. Dann können sie sich eine Zuckerstange nehmen, dann ist auch Ruhe und die freuen sich, dass sie mit sind. So, hier haben wir einer meiner Favoriten-Ecke. Das ist dieses skandinavische Thema. Hört ihr mich ein bisschen mit diesem Geklimper im Hintergrund? Ihr kennt es ja schon, ich hatte das ja schon so gezeigt. Hier haben wir zum Beispiel diese skandinavischen kleinen Fläschchen, einfach mit Schneezahlen in einem kleinen Tablett. Ne, das gibt es auch mit diesen Drahtgestellen oder hier ganz süß. Kann man hier solche Sachen dranhängen, wo man dann kleinen Zapfen oder so reinstellen kann. Auch sehr niedlich, solche Geschichten, da könnte man auch noch eine Kerze oben drauf. Also da gibt es von bis einfach ganz toll und die machen einfach sehr viel ins Detail. Das finde ich einfach toll. Da kommt manchmal nur ein so ein Ast dazu, gar nicht viel Deko und Schnickschnack. Ich mag das, dieses Klare und Pure. Also sehr, sehr schönes Thema.
Und von einem klaren, mit vielen kleinen Details, kommen wir zu einer ganz, gewagten Ecke nicht. Aber einfach von der Farbkombination ganz, ganz anders. Ein bisschen diesen dunkel-lila, Rosé, Petrol, Schwarz. Ich finde es sehr schön, dass es ein bisschen mit diesen dunklen Materialien aufgearbeitet ist. Und genau, hier haben wir noch mal so einen Wachskranz, den haben wir aufgearbeitet. Mit ein bisschen Licht, sehr schön. Meine Mutter hat einen riesen Walnussbaum. Sollte man jeden Tag essen, ist sehr gesund. Hat sie gesponsert für diese kleinen Döschen, finde ich auch sehr, sehr süß, muss ich sagen. Sehr viel mit Fellen und Kissen wieder gearbeitet. Wir sind hier noch nicht ganz fertig, aber ich finde, dass man hier schon durchgehen kann. Und man findet überall was, ob es kleine Samtherzchen sind. Also Samt sieht man überall wieder. Und ich finde es schön in Kombination mit Silber, mit Schwarz, mit dieser Farbe. Also es gibt einfach so eine warme, gemütliche Atmosphäre rein und ja, wie gesagt, viele Sachen, die man erleben kann. Hier haben wir mal einfach ganz viele Bäume zusammengestellt, damit man auch mal das Sortiment sieht, was wir alles haben. Und Alpakas haben wir auch. Nicht so viele, also es ist das Rentier oder Alpaka. Aber wenn man mal was anderes haben will, auch sehr, sehr süß. Man sieht es schon in Werbung. Dann dachte ich, dann könnte man sie dies Jahr auch vielleicht mal statt ein Rentier reinsetzen. So viele haben wir da allerdings nicht von. So, ja, hier haben wir ein bisschen Weihnachtskugelauswahl. Immer sehr schöne, besondere Sachen dabei. Ganz toll jetzt hier oben mit diesen Perlen und solchen Sachen. Ja, das ist eher was für meinen Bruder. Er sammelt Weihnachtskugeln und will immer irgendwelche Besonderheiten haben. Aber auch sehr schön. Man muss ja was für jeden Kunden haben. Und das ist ja auch das Spannende daran. Der Kameramann, der hängt schon in den Sternen fest. So, dann einmal zu dieser Ecke. Das ist ein bisschen unser Wohnbereich, wo wir alles in Silber ganz minimal mit Rosé und Weiß kombiniert haben. Und es gibt so ein bisschen mehr Ruhe rein, weil ein bisschen weniger Produkte präsentiert sind. Dann haben wir zum Beispiel, also das Thema Kristall ist auch voll einkommen. Man sieht sehr viel. Ich finde diese hier sehr toll. Diese klaren Glaskugeln. Ihr kennt die wahrscheinlich zum Hängen. Das ist auch eine zum Hängen. Wir haben sie hier aber einfach mal auf den Tisch gelegt. Finde ich nämlich auch sehr schön beim gedeckten Tisch, dass man nicht normale Weihnachtskugeln, sondern eine Lichterkette mit eingearbeitet hat. Das ist jetzt auch so ein Hängeteil, auch mit Kristall, finde ich auch sehr cool. Kann man auch im Fenster hängen, toller Stern dran aus Glas oder Kristall. Auch eine ganz, ganz tolle Sache. Also es gibt schon schöne Sachen. Und Licht hat sich auch enorm weiterentwickelt. Und ich weiß gar nicht, wir sind schon ziemlich lange am Film, ne? Ihr müsst trotzdem noch eben weiterkommen. Also hier haben wir einmal einen Weihnachtsbaum, sehr schön. Ich finde auch niedlich hier diese Vögel. Haben wahrscheinlich meine Mädels gestern dran geknippt. Ich wusste noch gar nicht, dass da Rosa mit dran ist. Ja, dann haben wir natürlich hier noch einmal ganz kurz ein bisschen cooler mit Gold, Schwarz und Holz. Damit ihr auch seht, dass man es auch so kombinieren kann. Also es gibt so viel unterschiedliche Kombinationssachen. Also das ist unglaublich. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal einmal zu den etwas kräftigeren Farben. Und dann seid ihr mich auch los. Ja, hier haben wir alles ein bisschen mit diesem dunklen Petrol, Gold, Dunkelrot und Lila kombiniert. Der Tisch ist noch sehr voll, da muss ich, glaube ich, noch mal einmal bei. Aber ich finde einfach so die Farbkombination, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Wir haben jetzt diese tropischen Vögel einfach stehen gelassen. Und ich finde es irgendwie cool. Warum nicht? Stell die doch mal einfach zwischen der Weihnachtsdeko dazu. Ne? Dann natürlich wunderschöne Kugeln sind da. Und nicht zu vergessen, wieder das Thema Samt. Jetzt nehme ich euch mal einmal mit zu unserer Kissenabteilung. Die ist nicht ganz aufgeräumt. Aber ich will einfach mal zeigen, wie man das alles so kombinieren kann. Hier habe ich jetzt ein senfgelbes Kissen. Da könnte ich jetzt noch so ein schwarzes zu nehmen, so eine Fellgeschichte zu nehmen. Sehr, sehr schön. Dann kann man das natürlich auch wieder ganz anders kombinieren. Hier habe ich zum Beispiel wieder so ein dunkel-lila. Und das nimmt man mit so einem Samtton. Und dann wieder so ein, also ne, es gibt von bis wieder so ein Knaller dazu. Und das macht halt auch enorm viel Spaß. Man hat halt sein Wohnzimmer, man kauft ein, zwei Kissen dazu und passt das auch einfach der Dekoration an. Finde ich auch immer ganz toll. Bin ich auch immer ein großer Freund von.
Hier haben wir alles ein bisschen in Schwarz-Gold. Und das ist mein Favorit, einer meiner Favoriten dieses Jahr, diese riesen Strohsterne in Schwarz. Finde ich einfach mega geil. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und natürlich in Kombination mit den schönen Sachen finde ich das ganz toll. Ja, hier haben wir noch eine Ecke, die liebe ich einfach auch. Weil hier ist wieder dieses Farbspiel. Ich liebe ja Farbspiele mit diesen Petrolfarbenen. Hier haben wir dieses Rost. Und dann seht ihr dieses Schwarz, Dunkelblau, Samt, dass man das alles miteinander kombinieren kann. Und sehr, sehr schöne Sachen. Und dann wieder mit diesen klassischen Engeln dazu. Die Kombination macht es halt, ne? Also das finde ich immer ganz toll. Und bei Kerzen, man kann schlichte Kerzen nehmen. Ich finde diese hier jetzt auch ganz toll, auch in diesem Farbschema. Ich dachte da vielleicht auch mal einen Adventskranz mitzumachen. Vielleicht so mit unterschiedlichen Farben von Kerzen. So probieren wir, euch immer wieder zu inspirieren. Und ihr seht, wenn man hier durchläuft, kann man auch nur kreativ denken und ganz, ganz viele tolle Sachen fertig machen. Ja, ich würde sagen, das war's soweit von mir. Hier haben wir auch noch eine Ecke, so ein bisschen mehr mit Geschirr und skandinavischen Sachen. Trotzdem, ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es natürlich gerne liken. Denkt dran, was in den Kommentaren zu schreiben, was ihr die nächsten 3 Wochen noch gerne sehen möchtet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss! It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. So, ich glaube, ich feiere Weihnachten hier. Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber gerne Do-It-Yourselves mit Blumen und Pflanzen und Dekorationen sehen möchtet, klickt einfach hier oben.